Hallo und recht herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Input, zu einer weiteren Botschaft auf diesem Rolf Scherer Schnauzer YouTube-Kanal. Schön hast du eingeschaltet, schön können wir ein bisschen Gemeinschaft haben und ich hoffe doch, du hast ein bisschen Zeit mitgenommen und bleibst jetzt dran. Und wenn du gespannt bist, was der Herr jetzt in dein und mein Leben sprechen möchte, dann bleib jetzt unbedingt dran. Und wenn du dich jetzt daran störst, dass ich gesagt habe, was der Herr in dein und mein Leben sprechen möchte, dann solltest du erst recht dranbleiben, denn hier ist kein religiöser Spinner hinter dem Handy, sondern hier ist jemand, der den Herrn kennt. Hallo! Ja, ein Gläubiger, der den Herrn, seinen Gott, den Vater in Christus Jesus und dem Heiligen Geist kennt. Hallo! Auch wenn das einen Unterschied machen sollte. Also bleib jetzt einfach dran und klick nicht blödsinnig weg, weil du vorurteilig bist und denkst, ja, was der Herr reden will, der hat wahrscheinlich das Gefühl, er sei die Stimme Gottes hier auf der Erde. Ja, das hat er tatsächlich das Gefühl und das ist biblisch fundiert. Das hat Gott, der Vater, dir und mir, falls du mir Schwester oder Bruder bist, verheißen in seinem Wort. Hallo! Es geht hier nicht um Religion und Wischiwaschi. Es geht hier um den lebendigen Gott, den Schöpfer, den Allmächtigen. Und wir sind Kinder des Allmächtigen und sollten auch in dieser Vollmacht unterwegs sein. Hallo! Das ist jetzt mal ein bisschen ein anderer Input, ein Aufruf-Input. Es ist Zeit aufzuwachen, Geschwister! Wir sollen hier nicht so blöde Lachnummern sein, die hier einfach nur verlacht werden und die nichts zu bewegen imstande sind. Weshalb? Weil sie ungehorsam sind, weil sie ungläubige Gläubige sind. Hallo? Unglaublich, das ist unglaublich, nichts unglaublich. Glaublich ist es. Glauben sollen wir sein und wir sollen im Glauben die Werke tun, welche auch unser Herr getan hat und welche er in und durch uns, in und durch den Heiligen Geist tun möchte. Hallo, ich bin jetzt wieder richtig aufgedreht. Ich muss mal den Ton ein bisschen verschärfen und wechseln, weil ich merke, ihr wollt das ja ein Stück weit auch. Ich sehe doch das anhand den Botschaften und ich sehe es auch in der Welt. Die Welt ist sich eine andere Sprache gewohnt. Ja. Die Welt ist so wie ich, hässlich und gemein, es wird immer so sein. Kennst du diesen Text? Ist von Peter Maffay. Der Titel heißt Spiel um deine Seele, wo der Teufel sich aufbläht und sagt, weiß Wunder, was er nicht wäre. Ist er auch in dieser Welt, er hat große Macht in der Welt, aber es ist eine Lügenmacht. Der Allmächtige ist viel mächtiger. Und der Fürst dieser Welt, der Teufel, ist ein Lügner und ein Lügeprophet. Und wir Menschen sind es gewohnt, angelogen zu werden und sind vertraut mit der Lüge. Ja, ich will jetzt mein Gesicht einmal ein bisschen seitlich zeigen, Seitenprofil, damit das Profil ein bisschen gewechselt wird, damit du meine feurigen Augen nicht so anschauen musst. Welche manchmal furchterregend sein können, wurde mir gesagt und ich glaube das auch. Aber verstehst du, ich möchte sanft und zärtlich und geschmeidig sein. Ich möchte dich lieben in der Liebe des Vaters und ich möchte dich ermahnen in der Stärke und Autorität des Vaters. Denn hallo, jeder, der den Sohn Gottes nicht annimmt und nicht ehrt, der wird es mit dem zornigen Gott zu tun haben bekommen, nicht mit dem lieben Gott. Okay, hat dir das gefallen soweit? Ich hoffe, du bist noch dran und ich hoffe, du bleibst dran. Ich möchte jetzt auch versuchen, ein Paradigmawechsel zu machen. Ich weiß nicht, was das heißt, tönt einfach gut. Ja, einen Perspektivwechsel. Möchte versuchen, jetzt runterzufahren und bitte den Vater, auch im Namen Jesus, mich jetzt ein bisschen geschmeidiger und ruhiger zu machen. Vater, spreche du zu den Menschen so, wie du sprechen möchtest. Ich bitte dich und danke dir dafür im Namen Jesus. Amen. Und jetzt gibt's einen Schluck Kaffee, wenn du erlaubst. Dazu musste ich jetzt kurz aus der Linse, kurze Entspannung, bin schon wieder da. Hol dir doch auch einen Kaffee, einen Tee oder was zu trinken oder nimm mich mit, wenn du willst. Ich rede laut genug, du wirst hier auch nichts verpassen. Eben, weil ich laut
spreche. Nicht, weil ich dummes Zeug spreche, weil ich laut spreche. Vorsicht! Also keine Unterstellungen bitte anstelle. Welcome Happiness! Freude herrscht! Freude herrscht! Halleluja! Wir haben eine schöne Zeit hier. Wir haben eine schöne, herausfordernde Zeit hier. Und Freude herrscht und Freude wird herrschen. Und die Freude wird mir niemand rauben können. Niemand! Weil der Stärkere lebt in mir. Halleluja! Ich hoffe doch, du kannst solche Sätze auch aus Überzeugung sagen. Und wenn du sie nicht aus Überzeugung sagen kannst, dann sag sie trotzdem. Sprich sie zu dir. Sprich die Worte Gottes und die Kraft Gottes zu dir und sie wird aus dir heraussprühen. Es wird eine Quelle des Lebens werden in dir. Die Quelle sprudelt, die hat Kraft, die kommt. Ja, eine Quelle lebendigen Wassers wird aus uns fließen, wenn der Heilige Geist in uns leben darf, wenn er in uns wirken darf, wenn er übernatürlich wirken darf. Nicht hier so klein kariert und eingesperrt und angepasst. Das ist nicht Gottes Welt. Gott ist allmächtig und übernatürlich. Er ist wunderwirkend. Das ist seine Natur. Und sind wir jetzt Kinder Gottes oder sind wir Kinder vom Bahnhof Zoo? Sind wir solche Who is who in the Christian Zoo? Wer ist was in der christlichen Gemeinde? Wer darf hier Begrüßungsteam sein? Wer darf hier Vorredner sein? Wer darf den lieben Geschwistern einen Kaffee rauslassen? Wobei, das ist ja auch schon Geschichte. Wer darf was und wer kann was? Wer ist Lobpreisleiterin? Wer darf hier singen und Gitarren spielen? Und wer darf dies und jenes und solches und jenes? In diesem Schlafkappenverein? Hallo! Geh doch in den Kegelverein, dort gibt's auch Ämter. Entschuldige, ich ärgere mich manchmal über diese Versammlungen, weil die sind nicht übernatürlich. Das sind keine Kinder Gottes, das ist manchmal ein richtiger Heuchlerverein. Hässlich und gemein, aber frömmlerisch. Das ist abstoßend. Richtig abstoßend, ekelregend und ekelhaft. Ich verstehe jeden ungläubigen Menschen, der sich über diese Marionetten lächerlich macht. Weißt du, im Nationalrat, ich schaue mir manchmal Sendungen an vom Nationalrat in Österreich. Da gibt es welche, die poltern da vorne am Pult und die lassen hier Zeug vom Stapel. Und je mehr sie Wahrheit reden, desto aufgebrachter ist der Pöbel im Saal. Die schreien da nach vorne und wenn er dann noch irgendwelche Täfelchen und Fakten und Zahlen und Daten liefert, dann drehen die halb durch. Dann hast du manchmal das Gefühl, du seist im zoologischen Garten dort. Wahrheit wird nicht gut ertragen. Hier werden die Gemüter richtig aufgewühlt, hier werden sie richtig zornig, diese Lügenpropheten, welche einfach lügen wollen und das immer noch geschmeidig und anständig und lieb und ja, der Feind kommt ja nicht so daher, dass du merkst, dass er dein Feind ist, der spielt ja dein Freund. Das ist ein hinterhältiger, arglistiger Verblender. Hässlich und gemein, die Welt ist so wie ich, hässlich und gemein und es wird immer so sein, sagt er. Nein, es wird nicht immer so sein. Die Entrückung steht kurz bevor und ich glaube das tatsächlich, ich glaube es. Es kommt nicht von mir, aber es steht im Wort Gottes geschrieben, die Zeichen stehen auf 2:40, sage ich jetzt. Wobei ich sage, kein Tag und kein Datum und kein Jahr. Das kann niemand oder soll ja niemand versuchen. Aber ich sage nur so viel, wenn der Geist Gottes von der Welt verschwindet und der Geist Gottes lebt in den wiedergeborenen Christen, auch wenn im gedrosselten Maß, auch wenn er auf ein Minimum geschrumpft ist, weil er einfach keine Nahrung kriegt, kein Wort Gottes kriegt und weil er keine Werke tun kann, welche ihm gerecht werden, dann sind es halt Verkrüppelte, aber es sind Lichter. Es sind kleine, viele kleine Lichter und das gibt auch noch Licht. Es könnte hier
heiter und heiterer sein auf der Welt noch viel. Aber verstehst du, das Gute ist, wenn die Dunkelheit zunimmt, dann leuchtet auch ein kleines Licht hell. Und die Dunkelheit nimmt ja zu. Und was wollte ich sagen? Wenn diese kleinen Lichter, wenn der Geist Gottes in der wiedergeborenen Christen nicht mehr auf dieser Erde ist, dann ist hier die Hölle los hier unten. Dann ist hier die Hölle los und das wird nicht mehr allzu lange dauern. Dann werden wir entrückt werden in den Himmel zum Herrn. Zuerst jene, die in dem Herrn entschlafen sind, die Gläubigen an Jesus Christus, hopp, werden entrückt in den Himmel den Herrn entgegen. Und dann wir, die wir leben, werden auch entrückt zum Herrn. Und die anderen werden hier unten bleiben und 7 Jahre Trübsal erleben. Die grässlichste Zeit, die es je gab. Und die Zeichen stehen wirklich auf 12:02. Wer das nicht glaubt, der soll jetzt mal ein bisschen in die Welt schauen und soll doch mal schauen, ob sich nicht zunehmend diese schwarze Decke über diese Welt legt. Sag doch bitte nicht, es sei nicht so. Hallo, es ist doch Zeit aufzuwachen. Und ja, noch ist Zeit umzukehren. Noch ist Zeit, Frieden zu machen mit Gott. Weshalb? Damit wir den Zorn Gottes nicht an unserem eigenen Leib erleben müssen, weil Gott ein lebender Gott ist, dich und mich liebt und mit ausgebreiteten Armen dasteht und sagt, lass dich versöhnen mit mir, in und durch meinen Sohn Jesus Christus. Nimm meinen Sohn als Herrn, Retter und Erlöser an. Nimm mich in meinem Sohn an. Und habe wieder Gemeinschaft mit mir, weil ich in meinem Sohn die Sünde weggetan habe. Und ich habe keine Lust und keine Zeit und kein Bedürfnis, mit Lüge Gemeinschaft zu haben. Ich verabscheue und hasse die Lüge. Und ich hasse den Lügner und ich hasse den Sünder. Diese Sünde muss hinweggetan werden und ist hinweggetan worden. Durch meinen Sohn, nimm meinen lebendigen Sohn Jesus Christus an. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt ist noch Zeit der Liebe, der Güte und der Gnade. Und glaube nicht, ich hätte mich noch nie anders gezeigt. Ich habe die ganze Weltheitsschöpfung zerstört. Ich habe diese Macht. 8 Seelen wurden durchs Wasser gerettet. Das ist der liebende Gott. Das ist der konsequente Gott. Er hat alles für uns getan. Er liebt uns mit Inbrunst. Aber wenn wir diese Liebe nicht erwidern und nicht annehmen, dann haben wir uns anderweitig entschieden und dann sollen wir uns nicht wundern, wenn wir unser blaues Wunder erleben. Darfst Amen sagen dazu. Halleluja. Und jetzt bitte ich dich einfach wirklich, das ernst zu nehmen und aufzuwachen. Liebevoll. Verstehst du? Es gibt immer zwei Stimmen. Es gibt laute Stimmen und es gibt leise Stimmen. Aber wir sollten auf sie hören. Hör auf die Worte, nicht auf die Art und Weise. Ich bin ein manchmal emotionaler Mensch. Ich bin manchmal laut. Ich bin manchmal wie ein brüllender Löwe. Nicht von der Fähigkeit her bin ich ein Löwe. Es gibt viele, die viel besser sind und die viel gebildeter sind als ich. Aber ich sage gerne anstelle, besser ein lebendiger Hund als ein toter oder ein schlafender Löwe. Ihr Löwen, wacht doch mal auf, zeigt doch euch mal, macht, tut doch mal etwas, zeigt mal, dass ihr eine Ausnahme und einen Unterschied machen könnt. In und durch den Herrn im Heiligen Geist die Werke tun, welche er tun kann und möchte, durch mutige Menschen, durch Menschen, die sich zur Verfügung stellen. Hallo, zur Verfügung stellen. Das ist alles. Mehr braucht es nicht. Er tut es. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Schön hattest du wieder so viel Nerven. Schön bist du noch dran. Und wenn du noch dran bist und Interesse hast am Schnauzer und an dem, was er auch in Zukunft tun wird, dann abonniere diesen Kanal, gib mir einen Daumen hoch, dann kommentiere auch mal irgendetwas Konstruktives, selbstverständlich, weil alles andere, das verwerfe ich schlichtweg.
Das interessiert mich nicht. Ich bin hier kein Fragezeichen. Ich bin ein liebevolles, manchmal auch lautes Ausrufezeichen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!